Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Wir machen heute eine kleine Beilage und zwar einen Standard, der immer passt eigentlich. Wir machen heute Smash Potatoes und zwar in der Grundversion. Ihr könnt die dann noch pimpen, wie ihr wollt. Wir machen noch eine geile Pesto-Salami-Variante draus und eine kleine vegetarische Variante. Ganz einfach gemacht. Wir brauchen ein paar Zutaten, aber wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Zack, Zutaten, Freunde. Ich habe jetzt hier ganz schön viele Schüsselchen aufgemacht, deswegen machen wir das heute Step by Step. Wir brauchen auf jeden Fall Kartoffeln. Guck mal hier, die habe ich schon mal vorgekocht. Nehmt da einfach Wasser noch im Kühlschrank liegen habt. Wir brauchen tendenziell auf jeden Fall gutes Olivenöl für die ganze Kiste und an Gewürzen von der Spice Bar. Heute Berliner Schnauze, Graf Koks und Berliner Chili. Und Freunde, habt ihr das Ding eigentlich schon gesehen? Die, die uns bei Instagram folgen, die kennen das schon. Von der Spice Bar, ne? Geiler Messerhalter und geile Messer. Gerne mal auschecken. Auch dafür gilt natürlich der Gutscheincode SPICY030BBQ für 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb, auf 15 Euro auf meinen Nacken. Den Rest... ja, wie gesagt, später. Wir starten mit dem Grundöl. Und zwar machen wir ein wunderschönes Schnittlauch-Knoblauchöl. Das braucht er auf jeden Fall für die Kartoffeln. Ja, ihr habt ja recht. Und ein Bierchen, ne? Cheers auf euch. Jedes Bier schmeckt besser. Aus dem 030 Barbecue-Glas. Werbung Ende. Los geht's. Ja, wie gesagt, Knoblauch-Schnittlauchöl. Brauchen wir auf jeden Fall. Deswegen starten wir damit erstmal durch. Speedwing von Gefu ausgepackt. Knoblauch, habe ich hier eine Masse. Ja, nehmen wir mal so die Hälfte davon ungefähr. Die andere Hälfte brauchen wir gleich noch für unser Pesto. Dann geht der Schnittlauch dazu. Zack. So, da kommen jetzt schon mal ein paar Gewürze ran. Also einmal Berliner Schnauze. Nach Gefühl, Freunde. Ja, Graf Koks. Zack. Chili brauchen wir noch nicht. Deckel rauf. Schon mal vorziehen das Ganze. Damit der Knoblauch schon mal angehackt ist. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt mit Olivenöl aufgießen. Und da kann jetzt schon mal ordentlich was dazu. So, zack. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ja, schnell gemacht. Und Tropfi, Tropfi, guck mal. So sieht das aus. Ja, sehr, sehr geil. Jetzt mal kurz probieren. Ja. Richtig gut. Ist die Grundlage, Freunde. Das basteln wir uns rein jetzt hier in so ein kleines... ja, Töpperchen. Nicht zittern, vorsichtig gießen. Damit kriegen wir dann schön über die Kartoffeln. Könnt ihr aber auch für alles andere nehmen. Das geht auch gut zu Pasta und sonst alle. Also eigentlich alles, was ihr haben wollt. So, das meiste mitnehmen. Deckel ruf, weiter jetzt. Das benutzen wir jetzt gleich weiter. Jetzt gibt es ein schönes Pesto Rosso. Bestehend aus getrockneten Tomaten in Öl eingelegt. Pinienkern, die habe ich mir jetzt schon mal angeröstet. Knoblauch brauchen wir. Wir brauchen Parmigiano, fein gerieben. Gefu-Reibe, bestes Werkzeug, Freunde. Bestes Werkzeug. Also erstmal alle zusammen. Knoblauch da rein. Ja, zack. Pinienkerne, getrocknete Tomaten. Da könnt ihr auch das Öl noch mitnehmen, was da dran ist. Zack, so, Parmigiano. Ordentlich, Freunde. Gleich mit dazu. Zack. Und jetzt gucken wir schon mal mit ein bisschen Vorreiben, wo wir hier stehen. Na, macht das super. Guck mal. Zack. So, ein bisschen würzen. Also auch hier etwas Berliner Schnauze. Ein bisschen Graf Koks. Und Berliner Chili. Zack. Huch. Ah. Nicht zu viel, aber Saskia möchte immer einen kleinen Kick dran haben. Hier, ne? Habt ihr gesehen? Mit Magnet. Ist voll geil. Könnt ihr alle dranhängen hier. Ich liebe das Ding. Geil. So, jetzt noch Öl dazu. Ja, mal gucken, ob wir hier noch genug in der Dose haben. Na? Schon wieder leer, oder? Ausquetschen. Ach, neues Öl. Einmal neu. Also ordentlich Olivenöl dazu, bitte. Wir möchten hier ein richtig schönes Pesto erreichen. Immer rein. Ja, die Sonne kommt und jetzt mixen nach Bedarf. Und ganz fix, Freunde. Ah, guck mal. Pesto Rosso ist fertig. Kurz abschmecken. Geil, geil. Ja, und damit haben wir die Hauptarbeit auch schon erledigt. Jetzt geht's noch ans Smashen der Potatoes. Also schnappt euch eure Kartoffelchen. Wie gesagt, die haben wir vorgekocht. Wie lange? 20 Minuten, 25.
25 Minuten, also durchgekocht. Pellkartoffeln sind das, ja. Pellkartoffeln, Freunde. So, schnappt ihr euch hier wunderschönen Blätter und drückt die einmal an. Also smashen. Zack. So, guck mal. Ganz simpel, einfach niedergedrückt. Zack. Gucken, dass sie nicht ganz zerfallen. Aber so geht das schon. Na, komm, zack. Und wenn ihr die angedrückt habt, schnappt ihr euch eine Grillpfanne. Also vielleicht sowas hier oder sowas. Die gibt es bei Gefu. Sind sehr, sehr praktisch. Kann man auch wunderschön Gemüse drauf machen. Hat er nicht gesagt jetzt, oder? Hat er nicht gesagt. So, und da richten wir uns unsere Kartoffeln jetzt erstmal drauf an. Ingmar, ne? So oder so ähnlich, würde ich sagen. Jetzt kriegt erstmal jede Kartoffel einen Grund mit unserem wunderschönen Öl. Ne? Also schön war drauf hier. Da braucht ihr bitte nicht sparen. Guckt nur, dass das keine Sauerei wird, wenn das euch alle durchläuft. Aber das macht hier in dem Fall nichts. Steht ja alles auf dem Brett. Schön Öl ruf. Oh, das wird richtig, richtig lecker, meine Lieben. So, zack. Öl ist drauf. Und jetzt könnt ihr eigentlich mit den Dingern spielen, wie ihr wollt. Ihr könnt da raufkloppen, was euch beliebt, was ihr noch im Kühlschrank habt. Resteküche ist dafür auch sehr gut. Wir machen jetzt eine Variante aus Salami und Pesto und eine Variante aus Schafskäse und Pesto. Ja, für die herzhafte Pizza-Salami-Variante, zwei Scheiben Salami. Nehmt da bitte eine gute Salami, was euch schmeckt. Zack, hier schön voll machen. Wir gucken mal. Sind die meisten für mich heute? Ja, wahrscheinlich, oder? Na, eine machen wir noch. Zack. So, Salami, dann Pesto dazu. Und zwar macht ihr euch überall so ein kleines Häufchen drauf. Zack. Zack. Das wird alles noch schön zerlaufen später. So, oder so ähnlich. Und ganz oben, Streukäse. Ich habe in dem Fall Mozzarella. Der macht sich dafür ganz gut. Schön Häufchen Käse oben drauf. Schmeckt jetzt schon, oder? Es schmeckt, Freunde. Wenn er dann noch mehr raufkriegt, macht mehr Käse rauf. Vegetarische Variante. Na gut, fast genauso, nur ohne Salami und dafür mit ein bisschen, hier, Käse von der Ziege. Nee, vom Schaf, Schafskäse. Also, Käse nehmen und ordentlich was rufbröseln. Wenn ihr das jetzt ein bisschen schicker machen wollt, dann schneidet ihr euch den. Ich mach das alles mit der Pfoten. Naja, so. Ne? Ist jetzt hier kein Geheimnis. Und auch da kommt ein schöner Löffel von dem Pesto mit dazu. Einfach mit oben rauf. Das sieht auch sehr, sehr geil aus. Aber wie gesagt, ihr könnt da euren Gelüsten freien Lauf lassen und wirklich alles auf die Kartoffeln knallen, was ihr möchtet. Das ist ja nur so eine Grundidee. So, zack. Und die letzten drei habe ich auch freigelassen, seht ihr? Das geht nämlich auch nur mit unserem Öl. Und das war es jetzt eigentlich auch schon mit den Vorbereitungen. Ihr könnt das Pesto und das Öl natürlich, wie schon am Anfang gesagt, für alles andere auch noch benutzen. Ihr könntet auf Nudeln raufschmeißen, ihr könntet auf kleines Brötchen raufschmieren. Ganz, ganz lecker, so als Bruschetta-Variante. Nehmt das für was ihr wollt, hält sich auch eine Weile im Kühlschrank. Das geht jetzt auf den Grill. Der Bräuking läuft. Ich habe jetzt alle Brenner auf kleinster Flamme. Wir fahren jetzt Deckelthermometer 200, 230 Grad. Das soll so funktionieren. Das kommt jetzt darauf. Zack. Zack. Und jetzt Deckel zu, geht so ein bisschen nach Optik. Ich sag euch gleich, wie lange die gedauert hat. Bierchen. Zack, Zeitsprung. Das Ganze sind jetzt so 10, 15 Minuten. Ihr müsst ein bisschen gucken. Wir wollen die unten braun haben und oben schön zerlaufen. Oh, guckt euch das an. Das sieht geil aus, oder? Und das duftet, Freunde. So, ich würde sagen, Teller fertig machen und dann sehen wir uns gleich zum Probieren. Und bam, Freunde, wir sind fertig geworden. Guckt euch das an. Smashed Potatoes in drei Varianten. Wunder, wunderschön. Und ihr habt gesehen, ist auch sehr, sehr einfach. Wenn ihr ein bisschen vorbereitet habt, könnt ihr das super nebenbei schieben. Dazu passt natürlich die weltbeste Sour Cream Rezept hier oben, ne? Findet ihr. Und jetzt muss ich noch probieren, oder? Ich würde sagen, ich probiere es mal mit der herzhaften Variante. Es schmeckt alles grandios, aber irgendwo muss ich ja probieren. Komm. So. Wahrscheinlich verbrenne ich mir gleich die Schnute komplett, aber... ist geil. Unten haben die schön Farbe gekriegt. Oben sind sie super soft. Herrlich. Warte mal. Schafskäse-Variante. Na komm. Geht auch. Das ist geil. Also wirklich einfach, ja, ganz schnell fertig. Könnt ihr zu jedem Gericht nebenbei schieben oder einfach mal so als Vorspeise oder manche nehmen es als Mittag. Saskia würde das als Mittag essen. Ja, Freunde,
Wenn es euch gefallen hat, macht das nach, ballert Kommentare über ein Like oder ein Abo, würde mich freuen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mal eure Varianten der Smash Potatoes unten in die Kommentare ballert. Probiert euch aus. Sagt mir, was ihr da alle so raufschmeißt. Ne? Das war Bobby, ich muss jetzt essen. 0-0 Barbecue, ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.